So, meine Damen und Herren, ich bin heute zu Gast bei Alexandra Kamphaus. Und Alexandra Kamphaus ist die einzige Schuhmachermeisterin Niedersachsens. Und das ist doch eine spannende Geschichte. Moin. Hallo, guten Morgen. Ich bin Hubertus Meyer-Burkhardt. Ich bin Alexandra Kamphaus. Das glaube ich Ihnen nicht. Sie sind, da draußen steht das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan. Ja. Sie sind sozusagen die Wirtschaftsmacht hier im Ort. Genau. War die Ausbildung in Osnabrück? Bei meinem Vater habe ich die Lehre gemacht. Ich habe leider nirgendwo anders eine Lehrstelle gekriegt. Ja. Gibt es denn so, sagen wir mal, in Deutschland... Frau wollte keine. Frau wollte keine. Ach, als Meisterin damals war ich auch komplett immer allein. Ich war in der Lehre die ganze Zeit alleine. Und nachher war er Meisterprüfung. Aber als Meisterin dürfen Sie auch ausbilden, ne? Ja. Bilden Sie aus? Nein, es gibt gar keine Lehrlinge. Das ist interessant. Macht ja schon Spaß. Lass mich mal 3 Stunden alleine hier. Da ist kein Schuh mehr. Da ist kein Schuh mehr hier. Also gibt es zum Beispiel in einer Stadt wie Osnabrück, gibt es noch jemanden, der Schuhe macht? Oder ist das die Orthopäden, ja. Die machen ja alles, aber das ist dann ja auch alles, wie gesagt, entweder Kunst oder Sonnenschuhe. Da habe ich jetzt nicht. Sehr charmant. Ich habe keinen Klumpfuß. Ich wollte trotzdem mal nicht erkundigen, ob ich ein paar Schuhe kriege. Ah, okay. Und dann festhalten hier. Ja. Dann drücken. Unten eins. Ach so, unten. Hallo. Hab ich den Schreck gekriegt. Nochmal ein bisschen. Nochmal. Das ist Kleberlöser. Kleberlöser. Ja. Okay. Das riecht aber... Ja, müssen wir aber ganz... Ach so, alle. Ich dachte, ich bin sensibel. Ich wollte es ein bisschen... Ach so, also richtig, alles muss nass sein. Ja, okay. Muss richtig nass sein. Ich dachte, ich habe Respekt hier vor den Ressourcen. Also, so. Ja. Oh, Hauptsache. Nicht, dass ich hier ohne Hose sitze. Ihre Schuhe, das hängt alles weg. Ja klar, kommt das auf. Dann kommt der Leder los, kommt dann auf die Schuhe. Sie zu Hause nicht mehr mit Schuhen. Komm, Heiler. Komm. Super. Das heißt, wenn das jetzt auf meine Schuhe fallen würde, wären die stehen die Füße frei, oder? Nein, nein. So schlimm ist es. Viele Kunden sagen auch, schön, dass sie es weitermachen, dass sie nicht zumachen. Ja, Sie sind ja im Grunde auch, sagen wir mal, aus Umweltgründen ein Segen, weil Sie sind, es ist ja ein Beruf gegen die Wegwerfgesellschaft. Ne? So. Wobei, bei dem Schuh denke ich mir, naja. Ja. Okay. Aber ich habe wirklich tiefen Respekt davor, weil ich kriege, was ich vorher nicht wusste, das ist ein Beruf, der viel, nicht nur Geschicklichkeit, sondern auch viel Kraft. Ja, doch. Mit den Absätzen, ne? Ja. Also, vielen Dank. Ich hatte schon vorher viel Respekt vor dem Beruf, aber jetzt muss ich sagen, habe ich noch mehr, weil ich merke wie viel handwerkliches Wissen dazu gehört. So, ich war bei Alexandra Kamphaus und das ist das Geschäft und das Schild reparieren ist in, wegwerfen ist out. Und mir wurde klar, ich habe immer eine große Neigung gehabt zu Schuhen und zum Schuhmachergewerbe, weil der Schuh bringt mich durchs Leben. Also deswegen habe ich auch immer ein bisschen mehr Geld für Schuhe ausgegeben als vielleicht andere, weil ich gehe mit meinen Schuhen durchs ganze Leben. Die tragen mich durchs Leben. Und was ich bei Alexandra Kamphaus so toll fand, war, sie hat gesagt, für mich ist der Beruf mein Leben und ich entspanne, während ich arbeite. Das fand ich zum Beispiel wirklich herzerwärmend. Dann wurde mir klar, welche Geschicklichkeit, welche Kraft die Frau hat, welche Fantasie sie hat und welche Freude sie hat bei der Arbeit. Sie ist Mutter zweier Kinder, sie ist verheiratet, sie hat einen tollen Mann, der uns sehr aufmerksam gemacht hat auf diese Frau und auf diesen Beruf. Und ich bin wirklich sehr froh und sehr glücklich hier in Osnabrück, sie getroffen zu haben, Alexandra Kamphaus, und werde sie in wunderbarer Erinnerung behalten.